Willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal SFS Analytics. In diesem Format stelle ich Fragen über SFS, teste Sachen und komme anschließend zu Ergebnissen. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch mal ein Like da, abonniert den Kanal und stellt selber ein paar Fragen, bei denen ich dann versuche, die zu beantworten. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie sehr sich das Verhältnis zwischen Schub und Masse auf die Effizienz einer Rakete auswirkt. Zuerst mal müssen wir, glaube ich, klären, was das Schub-Masse-Verhältnis überhaupt ist. Das Schub-Masse-Verhältnis oder auch TWR, Thrust-Weight Ratio, bezeichnet die Beschleunigung beim Start einer Rakete und ist im Baumodus am unteren Bildschirmrand erkennbar. Dabei sollte das Verhältnis bei über 1 liegen, damit die Rakete überhaupt erst starten kann. Doch kommen wir zurück zu unserer Frage. Wie hoch ist das effizienteste TWR bei Raketen? Um das herauszufinden, werden wir erst etwas klarstellen müssen. Erstens, wir benutzen für den Versuch durchgehend dieselbe Rakete und wir verändern den Schubregler. Das führt dazu, dass wir für dieselbe Rakete genaue Daten bekommen können. Zweitens, wir messen den restlichen Treibstoff in der zweiten Stufe der Rakete, um daraus die Effizienz zu erschließen. Je mehr Treibstoff übrig bleibt, desto effizienter ist es dann auch. Ich habe also 3 verschiedene Raketen gebaut, eine kleine, eine mittlere und eine große. Sie haben ein Schub-pro-Masse-Verhältnis von 2. Ich habe sie also immer und immer wieder in einen Erdorbit gebracht und dabei dann den Schubregler jedes Mal um 5% verringert. Nach einigen Tagen an Tests hatte ich dann endlich alle Daten zusammen. Und das ist mein Ergebnis. Ihr könnt klar den Kurvenverlauf erkennen. Die Steigung flacht immer mehr und mehr ab. Das heißt, die Effizienz wird immer weniger zunehmen. Ihr seht aber auch diese beiden sehr linearen Stellen. Dort ist nämlich etwas Merkwürdiges geschehen. Und zwar haben sich die beiden Raketen so nah an die Apoapsis, also der größte Abstand zur Erde, heranbewegt, dass die Apoapsis nicht wirklich weiter steigen konnte. Dies hat die Effizienz stark beeinträchtigt und sorgte so für einen linearen Verlauf. Kommen wir jetzt zum Abschluss und beantworten endlich die Frage. Wie hoch ist das effizienteste TWR bei Raketen? Wie ihr sehen könnt, gibt es kein perfektes TWR. Ich kann es euch so sagen, dass das Schubmasseverhältnis gut ist, wenn es zwischen 1,2 und 1,4 liegt und sehr gut ist, wenn es über 1,4 liegt. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eure Fragen in den Kommentaren da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!